Und da sind wir wieder mal nach einem ganz kurzen Aufnahmestopp zurück bei Terraria. Weil ich wieder in diesem lästigen V-Life was klären musste. Mit Faust und Hand. Hm? Mit Faust und Hand. Ja, genau. Genau. Das ist überhaupt nicht nah beieinander. Komm schon, gib mir den Topf! Tut's doch auch nicht. Ja, mit der Hand gibst du eine Schelle, mit der Faust einen Schlag. Der gibt den Schellen, wenn er mit der Faust umhauen kann. Oh, das wirst du gar nicht wissen. Ach stimmt, Bitch-Slap. Na kommt her, wer will ein Stück von mir? Manchmal kann eine Schelle sogar mehr wehtun als ein Faustschlag. Das stimmt sogar. Aber wie gesagt, wer schlägt denn mit einer Schelle zu? Das ist eigentlich... Nee. Wenn ich kämpfe, dann schon richtig. Oh, fuck you, Bitch. Do I say. Ja, like ich, Yuki. Aua, vergiftet mich nicht. Ich habe ein Recht darauf zu leben. Alter, wie viele seid ihr? Und warum werdet ihr immer mehr? Während des Aufnahme... Ja, okay, das ist eine Erklärung. Ich habe da während des Aufnahmestopps schon Dutzende von euch gekillt. Warum will die Menschenfresser noch nicht weniger? Ich weiß, dass irgendwelche guten Items droppen würden. Ach ja, das wäre ja was. Jojo, das wär's. Boah, dieses rote Licht macht aber schon Stimmung. Genau, da wollte ich anspielen. Was sind da unten schon wieder? Oh, einer von diesen Penis-Slimes, ey. Ich will keine Holz-Dildos an den Kopf geschossen bekommen. Ich glaube, das wollen die wenigsten Menschen. Penis. Tod durch Penis. Ja, da sind viele meiner alten Freunde gestorben. Eric was penetrated. Fuck you. So, hier Dorn. Ah, Dorn, feine, scheiß Ort. Im Reisesucher sah es besser aus. Ja. Ach, sehr schön. Dann mal hier weiter. So, dann werde ich mal ein bisschen Ghetto bauen. Dann baue Ghetto. Ich will nämlich endlich, dass dieser Kobold hier einzieht. Aber wann kommt Henna eigentlich? Das ist mir noch suspekt. 8, 12, 16. Aber egal, der Goblin wäre schon ein zweiter NPC. Sag mir einfach, wenn die Zwillinge kommen und ich werde ihnen ihre Augäpfel. Also, haben wir doch zwei. Ich meine, wir haben doch schon den Geist. Ah, nee, der Geist gilt ja so nicht. Der gilt bis Erzählung nicht, obwohl, wenn man drüber nachdenkt. Also sag einfach, wann das Auge von Cthulhu kommt und ich verschmore ihm seinen Sehnerv. Ja, das ist kein schöner Tod. Siehst du mal, was für grausame Ärsche wir eigentlich sind, dass wir diesen harmlosen Oculus sowas antun. Eigentlich ist es ja nur ein Auge, also kann es... Wir haben schon 46 Goldmünzen. Und einen Stucker-Pinguin. Vergiss nicht den Stucker-Pinguin. Ja, warte mal, wenn ich was angucke, seht euch doch mal diese komische grüne Pflanze hier an. Wenn man die sich ein... Weg da. Wenn man die sich jetzt in Pink vorstellt, sieht das doch aus wie von Plantera, oder? Könnte es sein, dass das, sobald der Hardmode anfängt zu blühen, also, ja, lässt leuchten... Wir müssen sie alle sofort vernichten! Nein, wir müssen Plantera einige Male... Sie anfängt zu blühen. Ich will Plantera so oft besiegen, bis ich das verdammte Laubgebläse bekomme. Yeah, Schlick! Was macht das bitte überhaupt? Total wert. Was macht das Laubgebläse bitte überhaupt? Es ist ein guter Zauberstab. Was ist ein Zauberstab, ja. Ziemlich starker sogar. So stärker als mein Buch der verfluchten Flammen, aber das hat das mit Hardbutter auch nicht mehr viel gebracht, ne? Hoffentlich droppt die Wall of Flash wieder die Automatik stumm, auf einmal, da war ich nämlich echt zufrieden. Ja, oder das Lasergewehr. Ja, klar, damit wäre ich auch recht zufrieden. Denn ja, liebe Kinder, ein Lasergewehr ist eine magische Waffe. Was denkt ihr denn, wo die Energie herkommt? Wir können nicht mit so einer 2-Zentner-Batterie auf dem Rücken rumlaufen. Das muss magische Energie sein. Die Chorus ist doch fucking... Stehe ich mir gerade wirklich bildlich vor. Ja, die 2-Zentner-Batterie. Bei den Stormtroopern aus Star Wars. Mit so einer Zentner-Batterie auf dem Rücken. Stehen geblieben! Ja, ne? Ein Knall, schießt einfach einmal auf die Zentner-Batterie, zack, funktioniert das Gewehr nicht mehr. Verdammt! Fuck you!
Physik. Nee, die Lasergewehre in Star Wars sind ja mit Plasmazellen beladen. Ach so. Deswegen haben die ja auch mal immer noch Magazine, selbst in dieser rahen Zukunft. Ja. Wie wird das noch? Die Necrons. Sie zersetzen ihre Feinde auf einer molekularen Ebene. Und trotzdem brauchen ihre Fahrzeuge immer noch Fahrer. Naja, etwas einige davon. Aua, aua, fuck. Um mir giftige Sachen in den Arsch zu schießen. Sounds so wrong. Bam, bam, Deckung. Bam, bam, Deckung. Bam, Deckung. Bam, Deckung. Bam, Deckung. Bam, Deckung. Bam, bam, bam. Bada, bam. Bam, bam, bam. Ein Hinterhalt wurde durch einen Hinterhalt vereitelt. Verkackt. Warum beherrscht der Feind nur die Kunst des Hinterhalts so gut? Tja. Das ist wie die Russen im Winterfeldzug von Napoleon. Oder dem von Hitler. Oder dem von Obama. Du hattest keinen Schalldämpfer. Gut, dass Alex den Witz jetzt nicht mitbekommen hat. Ich habe ihn mitbekommen. Nein, hast du nicht. Ich bin angepisst. Dann wechsel mal deine Hose. Ach, wir sind ein paar lustige Zwerge. Gleich kannst du deine Hose wechseln, weil sie rot wird. Das ist ein bisschen weit hergeholt, dass ich den Zusammenhang... Ach du Scheiße, ich habe 21 Leben. Den Zusammenhang nicht sofort realisiere. Kannst du mir auf die Sprünge helfen? Abgeschnitten, Blut, rot. Ja, wie soll das jetzt plötzlich abgeschnitten worden sein? Vektoren. Was? Vektoren. Was für eine Reichweite, verdammt! Bist du nicht gerade in Kamenz? Eigentlich spreche ich ja von deiner Mutter gerade eben, aber egal. Oh. Ja, woher, wie soll ich darauf kommen, bitte, wenn du das einfach mal so sagst? Weiß auch nicht. Du wartest einfach zu viel von deinen Mitmenschen, aber den Fehler mache ich ja auch oft. Ist es so viel verlangt zu erwarten, dass die Gruppenmitglieder wenigstens einen Winkel in einem Dreieck ausrechnen können, wenn zwei Winkel gegeben sind? Au, ernsthaft? Sie haben es geschafft, es auszurechnen. Weißt du, was rauskam? Winkel Beta ist 216 Grad groß. Wobei die Innenwinkelsumme in einem Dreieck 180 Grad beträgt. Immer. Warum soll denn nicht mal ein einzelner Winkel 216 Grad groß werden? Warum nicht? Fuck the system. Die Ausnahme, die diese Regel bestätigt. So, hätte ich mal geklärt. Waren seine letzten Worte, bevor er niemand zum Sekundarischen stieg und starb. Ah, Skelett, wo kommt ihr denn her? Was gibt's euch hier? Oh, Schnee. Ja. Du war letztes Mal bei Dr. Bones auch da. Ja, Dr. Bones ist aber irgendwie was anderes. Ich meine, der ist ja. Der ist auch ein Skelett. Ja, aber der ist ein Special-Skelett. Der ist ja Archäologen-Skelett. Das liest er mehr oder weniger. Naja, eigentlich ist er so ein Mini-Boss wie Tim. Ja, der ist Mode-Item droppt, so wie der Bräutigam-Zombie, der einen Zylinder droppt. Aber die Easter Egg-artige Namensgebung ist dir aufgefallen, oder? Also ich meine, Dr. Bones, Dr. Jones, wie Indiana Jones, ne? Ist ja schon klar. Ja, okay. Wie viel Schlick ich hier schon wieder sammle? Gar nicht mal so viel. Vor allem, wir waren die ganze Zeit langweilig im eisigen Untergrund und haben hier Slush gesammelt. Bin ich hier weg in den Dschungel, um diese langweilige Farm und diesen langweiligen Farmen zu entkommen. Was mache ich hier? Schnickfarm. Fuck hier. Ein Stück. Hm? Was? Nee, ich zähle gerade bloß die Stühle und Tische durch zum Aufstellen. Achso. Alter, warum nimmst du denn jetzt Schaden von jedem Scheiß? Wie hast du denn jetzt Schaden nehmen können? Das ist nicht so gefallen. Because of minderwertig. Warum ist mein Charakter nur so minderwertig? Warum kann er nicht so sein wie Heathcliff? Ein Matschblock, juhu. Und ein Menschenfresser, weniger juhu. Verdammt nochmal, wo muss ich jetzt eigentlich... Achso, scheiße, ich bin falsch abgebogen. Aua!
Fuck you, Hornisse. Eben nochmal da an. Alles klar, ein PC ist untergebracht. Gut, jetzt warten wir. Oh, verdammt, die Pfeilfalle hätte ich vorher sehen können. Ja, was machst du jetzt, Pfeilfalle? Scheinbar wirfst du mit Hornissen ab. Okay, das ist ein guter Konter. Lass mich nur nachdenken, wie ich darauf reagiere. Fuck! Das klang gerade, als würdest du die Soundeffekte für Mariko machen. Echt? Daher könnten die Vektoren kommen, die du erwähnt hast. Stimmt, auch wieder. Ja, aber wenn du selbst nicht gedacht hast, dann geht das nicht. Na und? Das ist nicht für mich. So, und hier dann wieder weiter runter, ne? Das sind vielleicht zwei, drei, nee, sind dann nochmal 10 Liter Wasser und natürlich spawnt darin ein Piranha, wo auch sonst. 10 Liter Wasser sind nicht mal so viel, es kann sogar ein Piranha in meiner 1,5 Liter Wasserflasche neben mir spawnen. Scheinbar. Pass auf, bevor du trinkst! Ich hab's gesagt! Aber wollte nicht. Was für eine Geschmacksrichtung erwische ich bloß immer. Es schmeckt nach abgebissener Zunge, oder? Oder noch schlimmer. Ananas. Hey. Nein, anders schmeckt. Jetzt habe ich sogar was gebaut, wo wir unsere Kronleuchter unterbringen, kann ich die ganze Zeit sammeln. Und wo sollen wir unsere Kronjuwelen unterbringen? Bestimmt. Ja, der war mehr als nur schlecht. Was? Der war mehr als nur schlecht, der war schon hobbylos. Ja, das sollt ihr auch. Je schlechter der ist, desto eher passt dieses Bedimmt. Ja, du solltest es bloß nicht so oft machen. Ja, das stimmt. Andererseits, das mache ich ja während einer Aufnahmesession. Das letzte Mal, wo ich es gemacht habe, das war wahrscheinlich vor 2-3 Folgen oder so. Schon, aber naja. Na gut, trotzdem. Eigentlich machst du es jede Folge fast. Sicher? Das kann man schlecht abschätzen, ich weiß. Sehr gerne. Aber scheiß drauf, denn ich habe jetzt Hermesstiefel gefunden. Was werfe ich dafür weg? Naja, erstmal als Truhe einsammeln. Und jetzt reden wir weiter. Du kannst ja jetzt mit deiner. Genau, probier doch aus, ob du die auch mit der Blizzard-Wolke verbinden kannst. Das wäre auf jeden Fall cool, aber hast du denn die Werkstatt dafür? Der Goblin müsste irgendwann hier hochkommen, wenn ich mich aus dem Gebiet hier heraus bewege. Gebiet, verpiss dich, nein, komm nie nicht wieder. Nein, ich bin nicht fertig geworden, also werde ich mich noch nicht verpissen. Dann kommt doch die Textmessage, oder? Der Goblin ist eingetroffen. Nein, das nicht. Das ist einfach nur bei normalen NPCs. Der ist ja unten noch in der Höhle. Das heißt, wenn ich mich hier wegbewege, sodass er sich hier hochporten kann. Ach so. Der ist ja ein super special, awesome NPC und kein normaler Billig-NPC. Ja, normaler Billig-NPC kann es auch. Er ist der Einzige, der nicht menschlich ist, wenn man mal drüber nachdenkt. Obwohl, wer weiß, dass der abgefuckte NPCs dann noch kommen werden in Terraria nach dem Update 1.2. Ja, weiß, Terraria, wir reden von dir. Wer weiß, wie abgefuckt überhaupt Merlin an sich schon ist. Merlin? Das ist so ein... Ach ja, stimmt, der alte Mann, den du in unseren Keller eingesperrt hast. Wir sollten jetzt wirklich mal über die sexuellen Fantasien reden. Oder der Araber, der Farben, der jedem vorbeigehenden immer die Farben andrehen will. Die sind aber beide unzweifelhaft Menschen, da willst du Araber den Status des Menschen absprechen. Das nur nicht, aber... Ach, bei dir weiß man ja nie. Naja. Man kann auch nie wissen. So, bam, komm her, wie heißt der überhaupt? Gestachelter Dschungelslime. Also irgendwann müssen wir mal ein Bio-Buch mit den ganzen Monstern hier... Was? Wie viel... Oh, wurde massakriert. Aber hart. Hanna! Warum heißt die Krankenschwester immer Hanna? Oh, sieht ja cool aus jetzt. Nein, scheiße, mein Platinum ist weg! Ah, so gewonnen, so zerrissen. Was ist Platinum? Meine Platin-Münze. Oh, hat's eine? Ja, eine. Dann tu jetzt aber mal das ganze Geld, was du mittlerweile hast, da jetzt in die Truhe schon mal. Ah, es ist immer 7 Goldmünzen, das ist immer ein etwas, ne? In die goldene Truhe hier? In die glänzende dort. Jetzt kann man die Truhe wenigstens eindeutig bezeichnen, das ist schon mal schön. Hier ist so. Wow, wir sind ja schon richtig. Hey, Mann, ich knete schon. Ja, sag ich ja mal wieder. Wir sind scheiß Kapitalisten geworden. Obwohl, nein, wir haben das ja nicht durch Ausbeutung gewonnen. Wir sparen es für das Volk. Genau. Das Volk sind nun mal einfach nur wir, da können wir ja nichts für, oder? Ach, ne. Doch, schön symmetrisch.
Verdammt, eine Goldruhe zu wenig! Eine Goldruhe zu wenig! Zwei. Warte. Ja, okay. Machen das so. Ach, schon ist du uns wieder gerettet. Dann tun wir mal rein. Oh, Hanna ist da drüben. Alle ablegen. Okay, was ist nämlich ein Besor? Das gucke ich mir später an. Nee, ein Besor? An sich. Ach, Harry Potter Anspielung. Ja, hast du eigentlich gemerkt, wie ich das NPC-Haus hier gebaut habe? Ein bisschen, ja, ein bisschen geneigt. Dient das der Abwehr? Das nicht so unbedingt, aber ich werde das jetzt für die weiteren NPCs auch weiterhin so kurvig nach oben bauen. Aus Designgründen einfach. Ja, sieht lustig aus. Sehr schön, dann mache ich hier mal auch was Lustiges aussieht, nämlich ein Banner von einem Regenschirmschlag. Ja, lass die Banner mal alle in das Haus reintun. Ja, genau, verteilen wir sie schöner. Nicht verteilen, sondern unsere ganze Sammlung hier. Achso. Ich habe jetzt mal so eine Öllampe dazwischen, aber... Ich fände es echt schöner, wenn wir die gleichmäßig im Haus verteilen würden. Ich finde das geil, wie das hier aufeinander geballert ist mit einer Sammlung. Nee, ich find das nicht so geil. Das hier ist einfach nur... Wasser. Oh, jetzt kommen sie, jetzt ist Völkerwanderung gen unser Haus hier, ich sehe es schon. Bazardin? Bazardin ist der... Ja, der Buddha-Staat dieser Welt. Nee, der Sprengmeister, also. Ja, achso, stimmt, der Buddha-Staat wäre es ein bisschen früh, ne? Ja, hier ist sonst nichts, was ich brauche. Dann retten wir ihn mal wieder den Arsch, ne? Und zwar vor gemeingefährlichen Hasen. Wenn ich ihn treffen würde. So, Hanna, was führt dich denn hierher? Achtung, ein Slime! Ich hab dir das Leben gerettet, ich muss mit dir ausgehen. Hey, kommst du wieder her? Ich habe schon Schlimmeres gesehen. Ja, ganz sicher habe ich schon größere Wunden gesehen. Oh, Manu, es tut aber weh. Hast du den Greis in den Dungeon schreiten sehen? Der scheint Probleme zu haben. Tja, ich habe auch Probleme. Ja. In meiner Hose! Nee, warte mal, das... Verdammt. Bitte. Verkackt. Es war Absicht mit Verkacken. Wer sonst nicht... Zeig mir, wo es schmerzt. Tja, weißt du... Verschwende meine Zeit nicht länger. Niemand mag mich. Ich will sie alle töten. Dazu habe ich das Death Note. Oder? Vielleicht. Und dann will ich meinen Aufnahmestopp machen, während ich Namen in das Death Note schreibe.